So, hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Screeps. Ja, ich habe jetzt mal kurz die Simulation pausiert. Ich mache es jetzt wieder an. System.resume Simulation. So, und ich habe die Tickrate davor auf eine Sekunde gestellt, damit das Spiel mal ein bisschen schneller läuft. Ihr seht jetzt, es ist einiges passiert. Unser Creep ist leider verstorben. Wir brauchen einen neuen. Da können wir einfach einmal die Pfeiltaste hochdrücken. Dann wird jetzt ein neuer Harvester generiert. Und der Controller ist schon zur Hälfte geupgradet. Wenn ihr online spielt und nicht auf dem privaten Server, dann läuft der Code natürlich permanent weiter. Das heißt, ihr müsst natürlich so ein paar Grundlagen schon mal festlegen, damit ihr das erste Mal das Spiel ausschalten könnt. Also beispielsweise, ihr braucht ein Stück Code, das den Harvestern sagt, hey, baut ab und lagert das ein. Dann wäre es ganz gut oder wäre es praktisch, wenn ihr Upgrader hättet, die sich darum kümmern, dass der Controller nicht runtergeht. Und dann braucht ihr noch ein Skript, das sicherstellt, dass wenn ihr nicht da seid und ein Creep stirbt, ständig neue nachkommen. Na, also das sind so die drei Basic-Grundlagen. Wenn ihr die habt, dann könnt ihr das Spiel das erste Mal ausschalten und dann ist fein. Wenn ihr auf einem privaten Server seid, ja, dann könnt ihr natürlich jederzeit den Server runterfahren. Einfach quasi das Fenster hier schließen. Und dann passiert da nichts mehr. Also die Zeit läuft da nicht weiter. Aber online läuft sie weiter. Also das muss euch bewusst sein. Wenn ihr diese Grundlagen nicht habt, dann kann es sein, dass eure Kolonie einfach ausstirbt und dann war es das. Ah, sorry, ich habe mir noch einen neuen Kaffee gemacht. Ja, damit mein Gehirn einigermaßen wach ist. Wir sehen jetzt der nette kleine Creep hier. Wie heißt der? Das ist Harvester 2925. Der ist jetzt fleißig dabei, unseren Spawn aufzufüllen. Wir könnten jetzt rein theoretisch noch einen zweiten Harvester machen. Das machen wir jetzt einfach mal. Warum nicht? Wir haben die Energie dafür. So, dann sind die nämlich schon zu zweit. Dann geht das Auffüllen schneller und das Upgraden geht schneller. Also wir müssen halt aufpassen, dass das hier nicht runtergeht. So, der Creep hier kam jetzt raus, hat entschieden, hey, die Energiequelle hier, die ist näher dran zu mir als die hier. Also gehe ich doch dahin. Prinzipiell muss man hier auch noch beachten, so eine Energiequelle kann nicht. Also der Creep muss ein Feld daneben stehen, um diese Energiequelle abzubauen. Das heißt, es können in unserem Raum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Creeps simultan abbauen. Später gibt es dann noch andere Methodiken, die funktionieren dann tatsächlich ganz gut und sehr effizient. Das hier ist komplett ineffizient, weil der Creep halt ständig, ne, er muss hier hin, verbringt dann Zeit mit Abbauen, muss dann wieder zurück, ist dann leer, muss dann wieder hin und und. Diese Wegstrecke hier, die kann man relativ, ja, beziehungsweise man kann sich die Zeit sparen, die der Creep hier abbaut, indem man einen spezialisierten hat. Aber dazu viel, viel später mehr. Ja, das Spiel ist tatsächlich so ein bisschen auf lange Zeit ausgelegt, ne? Also das vergehen da schon teilweise Tage, bis so ein Upgrader hier mal so ein Ding hier ein Level hochgekriegt hat. Also stellt euch darauf ein, es ist kein kurzweiliges Spiel. Wenn ihr was haben wollt an Beschäftigung dazwischen, zwischen den ganzen Wartezeiten, könnt ihr natürlich immer damit Zeit zubringen, euren Code zu optimieren, weil ihr habt nur limitiert CPU. Also ich glaube, wenn ihr online spielt, sind es 20 CPU-Limit auf dem Official Server. Wenn ihr auf eurem privaten spielt, dann habt ihr 100. Wenn ihr auf dem Official Full Unlocked CPU haben wollt, ja, dann zahlt ihr halt einfach mal 80 Euro für das Spiel. Wie gesagt, bei 110 Stunden lohnt sich das. Ich hab's nicht, weil ich dafür einfach zu selten spiele und auch nicht online spiele. So, man sieht jetzt hier,
Der Spawn ist voll, also da passt nichts mehr an Energie rein. Die beiden hier haben das gecheckt und sind dann beide hier runter und upgraden jetzt den Controller. Der ist jetzt dann gleich auf Level 2 und dann haben wir, werden hier die ersten Bausachen freigeschalten, wie zum Beispiel Mauern und Ramparts. Das sind so Tore, wo quasi Enemies, also Feinde nicht durch können, aber wir selber schon. Ab Level 3 gibt es dann Tower. Es gibt Container, wo wir drin Energie speichern können. Das ist, werden wir viel, viel später dazu kommen. Was uns interessiert ist, sind hier diese Extensions. Also auf die können wir jetzt schon zugreifen, weil der Controller ist jetzt Stufe 2. Das sieht man hier an diesen kleinen silbernen, ja, Schnitzeln hier. Wir können jetzt Extensions bauen. Da kümmern wir uns aber tatsächlich erst nächste Folge drum. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir eine relativ kurze Folge machen, in der wir uns um Upgrader kümmern. So, dafür kopieren wir doch einfach mal diese Datei hier, Roll Harvester, weil an der werden wir uns orientieren und fügen die einfach hier ein und dann benennen wir die um in Roll.Upgrader. So. Dann haben wir jetzt ein Modul, das heißt Roll.Upgrader. Da läuft es eigentlich relativ ähnlich. Wir brauchen eine Source. Die findet er hier. Dann brauchen wir einen Ort, wo er abliefert. Das können wir uns relativ einfach machen. Also creep.room.controller gibt uns immer den Controller zurück. So, dann die Entscheidung, ob er voll ist oder leer ist, die bleibt erhalten. Diese Helfervariable is working bleibt auch erhalten. So, dann gehen wir hier in diese Ausführungen rein oder in diese Anweisungen rein. Wenn er arbeitet, also sprich, wenn der Creep leer ist, dann soll er doch bitte probieren abzubauen. Wenn das ein Fehlercode zurückgibt, dann soll er zur Energiequelle hinlaufen. Wenn er nicht arbeitet, da können wir uns jetzt den ganzen Klimbatsch hier sparen, dann soll er direkt zum Drop-off gehen, also zum Controller, und soll da dann abliefern. Wenn das nicht funktioniert, weil er außerhalb der Range ist, dann soll er da hinlaufen. So läuft das. So, dann ist diese Rolle eigentlich schon fertig. Jetzt müssen wir sie nur noch einbinden. Ihr erinnert euch vielleicht noch relativ am Anfang, ich habe den Creeps zwei Memory-Einträge mitgegeben. Und zwar, so, ich musste einmal hier reloaden, weil der Harvester 1010, der war natürlich, der ist leider nicht mehr am Leben. Vielen Dank für deine Hilfe, aber das Zeitliche gesegnet. Wir haben jetzt zwei neue. Auch die haben die beiden Einträge Working und Roll. So, anhand dieser Roll wird festgelegt, was ist denn deine Primärfunktion, lieber Creep? Ne? Also diese Creeps hier, das sind reine Harvester. Die gehen zur Energiequelle, laden ab, checken, ob das voll ist. Wenn es voll ist, gehen sie zum Controller. Wenn es noch Kapazität hat, dann speichern sie es da rein. So, was wir jetzt wollen, ist quasi Upgrader-Creeps, die ausschließlich sich um den Controller kümmern, weil von denen können wir dann, keine Ahnung, vier Stück oder so machen. Und dann geht das hier nämlich schneller, dass dieser Controller hier auf Level 3 kommt. Dann können wir Türme bauen, Abwehrtürme und so. Und. Na, also das hat so seine Vorteile. Außerdem brauchen wir die Harvester spätestens zu dem Zeitpunkt überwiegend für das Abbauen und Speichern von Energie, wenn wir anfangen, an dem automatisierten Spawnen zu arbeiten. Gut, das heißt, ja, wir müssen die Rolle Upgrader jetzt hier erstmal noch einbinden. Visual Studio Code ist sehr schön, weil es so manche Sachen einfacher macht, beziehungsweise wenn man anfängt zu tippen, weiß es schon relativ gut, worauf man hinaus will und schlägt einem das dann vor. Diese ganze Geschichte, wie wir Roll Harvester eingebunden haben, zum Beispiel mit diesem Require und dann hier unten Roll Harvester Run, das werden wir jetzt für Roll Upgrader auch machen. Allerdings werden wir da die Hilfe von Visual Studio Code nehmen. Gut, also er zykelt hier durch alle Creeps durch und jetzt soll ja nicht jeder Creep
Roll Harvester machen, sondern die Creeps, die die Rolle Harvester haben, die sollen den Code ausführen und die Creeps, die die Rolle Upgrader haben, die sollen anderen Code ausführen. Dafür können wir uns jetzt entweder eine Batterie von If-Else-Statements machen, also ne, if und dann quasi hier runter und dann else if und so weiter und so fort. Ne? Und dann immer die Rolle von dem Creep, der jetzt gerade hier an der Reihe ist, abfragen. Wir können es aber auch mit einer anderen Methodik machen. Spart jetzt nicht viel mehr Zeit. Auf jeden Fall ist das dieses Switch-Statement. Okay, also das Switch-Statement überprüft einen bestimmten Key auf unterschiedliche Werte. Also wenn wir jetzt sagen creep.memory.role, dann bedeutet das, dieses Switch-Statement überprüft diese eine Variable, diesen einen Schlüssel, was auch immer, auf unterschiedliche Ausprägungen. Ne? Also wenn dieses creep.memory.role gleich Harvester ist, dann soll er rollHarvester.run machen. Also dann soll er den Code vom Harvester ausführen. Wenn die Rolle jetzt aber mal kurz hübsch machen. So, wenn die Rolle jetzt aber Upgrader ist, dann soll er, ich lösche mal kurz die Zeile hier raus, dann soll er Role Upgrader machen. Wir haben es jetzt hier noch nicht importiert, aber jetzt hier kommt das Spannende. Na, er weiß schon, ah ja, du willst sicher Role Upgrader haben. Role Upgrader liegt in dieser Datei. Ja, fügen wir doch einfach mal automatisch ein. Also wir mussten hier oben jetzt nichts machen mit Require oder so. Er hat sofort gecheckt, ah ja, das ist diese Role-Upgrader-Geschichte. Ja, dann importieren wir die doch mal. Auch hier gibt es eine Funktion mit dem Namen Run. Und auch die erwartet den Creep, der gerade in dieser ganzen Cycle-Ding übrig ist. So, und dann gibt es noch diesen Default. Also wenn keins von diesen beiden Sachen, von diesen beiden Ausprägungen zutrifft, dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Default-Code auszuführen. Zum Beispiel sowas wie log. Machen wir jetzt mal relativ simpel. No creeps available. So, na, also sprich, er geht rein in dieses MyCreepsArray. Nimmt sich den jeweils aktuellen Creep-Eintrag, guckt dann in die Memory und Role rein. Ist das jetzt ein Harvester? Wenn ja, dann führt er das aus. Und das Break hier ist wichtig. Dann bricht er aus diesem Switch-Statement auch aus. Na? Wenn dieses Break fehlen würde, dann würde er mit dem nächsten Case weitermachen. Dann würde er den nächsten prüfen. Na? Also sprich, er würde nachschauen, ist er Harvester? Ja, ist er. Dann führt er das aus. Dann würde er weitermachen mit Case, ist das ein Upgrader? Nein, ist es nicht. Dann geht er zum Default. Nein, ist es nicht. Na, beziehungsweise er würde so halt dann, ah, das können wir jetzt doch tatsächlich mal ausprobieren. Er würde so halt dann auf jeden Fall immer zu diesem Default gehen. Wir gucken jetzt einfach mal, wenn wir hier dieses Break rausnehmen, was dann passiert. Hier mal kurz alles sauber machen. Derzeit passiert noch nichts, weil ich gehe davon aus, dass er hieran scheitert und dann Break. Also wenn wir das hier auch noch rausnehmen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ne? Also er prüft jetzt beides. Er geht in beide Dingsies rein und prüft die und geht danach ins Default rein und sagt dann No Creeps Available. Das ist nicht das, was wir wollen, weil das ist eine Überprüfung, die nicht notwendig ist. Na, also diese Überprüfung bist du ein Harvester? Ja, dann führ das aus und danach prüft er, bist du ein Upgrader. Das ist so total unnütz. Und das frisst auch CPU tatsächlich. Hier oben. Jede Abfrage, jeder Loop frisst CPU. Und wenn man limitiert ist auf 20, dann wird es ein bisschen eng. So, gut. Also, wann kann dieser Default passieren? Entweder wenn keine Creeps mehr da sind. Nee, dann kann er nicht passieren. Nee, sondern Role Unknown. Dann, nur dann kann er passieren.
Genau. No code executed. Punkt, Punkt, Punkt. So, das ist doch super. Gut, jetzt haben wir natürlich den Code schon alles vorbereitet und so. Allerdings haben wir jetzt keinen Upgrader. Wir haben jetzt hier einen Creep Harvester und hier einen Creep Harvester. Sieht das auch hier relativ schön in der Memory. Die heißen nicht nur Harvester, sondern sie haben auch die Roll Harvester. Ne? Beide. So, was wir jetzt brauchen, ist ein Creep mit der Rolle Upgrader. Dafür müssen wir den Namen einmal ändern. Upgrader, damit wir nicht verwirrt werden. Und die Rolle natürlich. Upgrader. So. Den spawnen wir jetzt. Dann sollte jetzt Folgendes passieren. Die beiden, ja, ne? Also sie haben jetzt gecheckt, oh, wir haben jetzt wieder Kapazität frei. Und obwohl sie gerade mitten im Prozess waren vom Upgraden, rennen sie jetzt zurück und liefern die Energie ab. So, hier ist unser Upgrader. Herzlich willkommen bei uns. Der geht jetzt erstmal zur Energiequelle, baut ab. Die anderen beiden haben hier abgeliefert, gehen jetzt auch wieder zurück zur Energiequelle und bauen ab. Und was jetzt dann passieren sollte, dieser eine Upgrader sollte dann nicht hier hochlaufen, weil hier ist noch Kapazität frei, sondern er sollte direkt hier unten zum Controller. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ich könnte das Spiel auch noch schneller machen, aber dann, also da das ja JavaScript ist und der das quasi, ja, auf Computersprache quasi umbauen muss. Und JavaScript da nicht gerade das Effizienteste ist. So, das ist der Upgrader. Obwohl hier oben jetzt Kapazität ist, ist er direkt hier runter zum Controller und upgradet. Das heißt, es funktioniert alles so, wie es soll. Keine Fehlermeldungen. Das sieht doch super aus. Ja, also wenn man könnte jetzt noch hier irgendwie auf 500, 500 Millisekunden runtergehen. Dann kommt aber so langsam die rechnereigene CPU so ein bisschen ins Stolpern. Also ich habe eine gute CPU drin, eine sehr, sehr gute, aber diese ganze JavaScript in irgendwas simulieren, emulieren, kompilieren, bla, was auch immer da passiert, ich kenne mich da zu wenig aus, die frisst halt. Und dann steht hier irgendwann in der Konsole so, Simulation stopped ungracefully. Also ist sehr, ja, unschön zum Ende gekommen. Gut, also die werden jetzt hier schön upgraden. Wir brauchen 45.000 Energie und wie man sieht, ja, das wird einige Zeit dauern. Was wir allerdings schon machen können, was wir vorbereiten können, aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Wir können mal ein Straßennetzwerk bauen, ne, weil jede Bewegung auf Nicht-Straße kostet so und so viel Fatigue. Decreases Movement Costs. Und was wir dann auch bauen können, sind sogenannte Extensions. Die sind wichtig. Ich setze mal kurz die Tick-Duration wieder auf eine Sekunde runter, weil mir ist das dann auch ein bisschen zu hektisch. Diese Extensions, die bieten 50 Speicher mehr für Energie, ne, die in diesem Raum verfügbar ist. Wenn gespawnt wird, dann werden alle Spawns und alle Extensions zusammengerechnet und alles an Energie, was da drin ist, kann dann theoretisch für den Spawn verwendet werden. Warum wollen wir mehr Energie haben? Ja, ihr könnt euch überlegen, so ein Creep. Gehen wir nochmal hier rein. Creep. Work. Harvest two energy from a source per tick. Ja, wäre doch cool, wenn derselbe Creep einfach vier harvesten könnte. Oder vielleicht einfach mehr tragen. Das sind so Sachen, die halt die Effizienz steigern, ne? Der Creep muss, wenn er mehr tragen kann, nicht so oft von einer Quelle zurück oder zu einer Quelle hinlaufen. Wenn er schneller abbaut, dann ja, kann er natürlich auch dementsprechend schneller hin und her wechseln. Und, ne? Also das sind so Überlegungen. Dafür braucht man allerdings mehr Energie. Wir sehen, wir haben jetzt gerade ein Limit von 300. Und ein Work Part kostet 100. Ein Move Part kostet 50 und ein Carry Part kostet 50. Man sollte immer schauen, dass man ungefähr gleich viele Move Parts einbaut wie andere zusammengerechnet. Ne? Also sprich, wenn wir einen Work und einen Carry Part haben, dann sollten wir zwei Move Parts haben. Das haben wir bisher
schon so gemacht. Das wird einem, glaube ich, nicht erklärt im Tutorial, aber ist auch schnurzpiep egal. Wir werden uns daran nicht orientieren, sondern wir machen unsere eigene Geschichte. Aber das ist auch so in etwa der Maßstab, den ich ansetzen möchte. So, das heißt, diese Extensions, die man bauen kann, davon haben wir gerade 5 Stück zur Verfügung auf dem derzeitigen Room Controller Level. Die führen dann dazu, dass wir, also 5 mal 50 sind, also 250 plus 300, da sind wir dann schon bei 550 Energie, die wir aufwenden können, um einen Creep zu spawnen. Da ist schon einiges drin. Also derzeit geben wir 250 aus für unsere Creeps. Bei 550 könnte man dann schon mal einen Creep bauen, der doppelt so viele Körperteile hat. Na, also hier haben wir jetzt gerade derzeit einen Type Work, einen Type Carry, zwei Type Move. Und dann, wenn wir die Extensions bauen würden, könnten wir auf jeden Fall das Doppelte hinkriegen, also 8 Body Parts. Gut, dann würde ich sagen, steht auch schon mal das Programm für nächste Folge fest. Wir werden mal anfangen zu bauen. Oder sollen wir zuerst automatisch spawnen? Nee, wir machen zuerst automatisch spawnen. Deshalb, weil ich ja auch, ne, also wir haben jetzt schon, keine Ahnung, 2 Stunden, 3 Stunden Material an Aufnahme. Irgendwann müsst ihr ja auch mal an den Punkt kommen, dass ihr das Ding ausschalten könnt und mal pennen gehen könnt, essen gehen könnt oder sonst irgendwas, ohne dass eure Kolonie ausstirbt. Deswegen wird die nächste Folge automatisches Spawnen sein. Gut, bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, bleibt munter, bis denne. Ciao, ciao.